gefahren. Wir sind gerade in Zürich am Hauptbahnhof und draußen ist es grau und dunkel. Und wir werden den ersten Schnee anschauen über dem Nebelmeer auf der Rigi. Und wir melden später wieder. Tschüss. Sie sagt, sie sieht komisch aus, aber ich finde, sie sieht gut aus. Sie sieht gut aus. Und jetzt sind wir auf dem Gleis 6. Jetzt müssen wir nach Art weiterfahren. Also ich bin ja auch manchmal ein bisschen bescheuert. Jetzt haben wir gerade gerätselt, in welche Richtung der Zug aus dem Bahnhof fährt. Das Dummes ist, das ist der Bahnhof auf der Seite, wo die Schatz ist. Das heißt, wenn er da wird gerade ausfahren, wäre es nicht cool. Also so, fahren wir da raus. Yes! Und jetzt fahren wir ungefähr nach 37 Minuten bis Arz-Goldau. Also wir sind jetzt in Arz-Goldau und dahinter liegt schon mächtig viel Schnee. Und wir nehmen jetzt da oben, genau. Es nicht mehr mit Uferwanderer. Doch, wäre schön, aber mir wäre doch lieb falsch angelegt für das. Jetzt nehmen wir da oben dieses blaue Bähnli auf der Regiufer. Es hat einige Leute unterwegs und wir sind ganz fest gespannt, weil von Arz-Goldau sind wir jetzt noch nie hochgefahren. Immer von Vitznau und von Vitznau auf Vitznau geht es dann auf den Rückweg, aber... Oh, ist sie abgefahren? Also gut, nehmen wir die nächste. Ist kalt, gell? Ja. Wir haben uns Mütze und Schal mitgenommen und Handschuhe. Sie ist schon sehr süß. Wir sind oben auf der Rigikulm und hier scheint die Sonne. Es ist zwar arschkalt, aber hier scheint die Sonne. Und schau jetzt, was er da mit dem Sonnenstühli breit gemacht hat. Hä? Der hat sich dann da breit gemacht. Ist das nicht geil, der Ausblick? Sehr, ja, sehr, sehr. Mir glaube ich so. Gerade die teuersten Pommes und Bratwurst gegessen, die es gibt auf der Rigikulm. Aber es ist wurscht. Mit der Melancherie ist es gut gewesen. Vielen Dank, lieber SBB, für den 20 Franken Gutschein. Die Flasche Wein ist echt gut gewesen. Und jetzt können wir da noch. Hier oben ist es recht windig und deswegen habe ich mir jetzt auch gekommen. Ich habe es dann auch gesagt. Jetzt noch so. Das ist das Gipfelkreuz.
Voll. Bis wie viel Mal sind wir jetzt bei der auf der Rigi? Ich glaube auch viermal. Viermal sind wir. Und einmal sind wir sogar hochgewandert. Zweimal. Hochgewandert. Einmal. Zweimal. Zweimal. Wir sind zweimal auf der Rigi. Das zweite Mal. Sie sind nur im Nabel gelaufen. So gut. Zweimal. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind schon auf so viele Berge gelaufen. Wenn wir jetzt um die Ecke laufen, dann windet es wieder so viel. Ja, dann macht es wieder. Und da steht oben. Spürst du den Wein ein bisschen? Nein. Ich habe noch eine Fahne. Es ist wundervoll. Ach, wieso ein Danke und einfach nur. Wir sind jetzt in Luzern am Bahnhof, endlich. Wir haben nicht sehr viel gesehen auf dem Schiff. Es ist kalt. Es ist arschkalt und ich kriege nicht mehr warm. Wir brauchen unbedingt ein heißes Bad. Ja. Yes. Und etwas Heißes zu essen. Wie spät ist das überhaupt? Viertel vor sieben. Ja. Und um 8 Uhr sind wir daheim, nachdem wir in Olten müssen noch umsteigen dann nachher. Umsteigen. Mit Deutsch wieder hin. Also wir müssen in Olten noch umsteigen. Genau. Dann sind wir so um kurz auf 8 Uhr daheim. Und dann gibt es erstmal ein heißes Bad. Wir haben einen mega schönen Tag mit einem wundervollen Ausblick auf die Swiss Alps. Und wir sagen einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hm.
Tschüss.